Moin moin zusammen und herzlich willkommen auf dem Kanal Crafts. Heute geht es um einen Exzenterschleifer, nämlich den von Milwaukee. Dazu habe ich ein tolles Kit entwickelt, warum ich mich für diesen Exzenterschleifer entschieden habe und warum oder was meine Beweggründe waren, warum ich dieses Kit entwickelt habe, das siehst du in diesem Video. Wieso habe ich mich für den Milwaukee ROS 150E2 Tellerschleifer oder Exzenterschleifer entschieden? Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und habe geschaut, und die Mitbewerber, also das war glaube ich Metabo, Bosch und Makita, die haben alle einen Tellerschleifer oder einen Exzenterschleifer von 125 mm. Das ist der einzige in der Preiskategorie mit 150 mm. Das war aber nicht der entscheidende Grund, sondern es gab tatsächlich nur zwei Beweggründe, warum ich mich hierfür entschieden habe. Der eine Beweggrund ist nämlich, dass ich hier einen Hub habe von 3 mm und 6 mm. Also ich kann hier hin und her switchen. Hier ist einmal 6, auf der anderen Seite sieht man, steht hier 3. Und da kann ich hin und her switchen. Das heißt, wenn ich hier mal wirklich sehr, sehr viel abschleifen möchte, dann ist es sehr, sehr leicht, das umzuswitchen. Das zweite, wirklich banale ist, dass Milwaukee der einzige Exzenterschleifer ist mit einem 3 Meter Kabel. Alle anderen hatten 1,80 oder 2 Meter und ich finde es super nervig, dass man nicht genug Kabel hat. Dadurch, dass ich natürlich hier umswitchen kann zwischen 3 und 6 mm, habe ich natürlich auch eine ganz andere Hub- und Schleifwirkung. Also wenn man es jetzt direkt vergleicht, welcher schleift am besten, dann kann man es nicht richtig vergleichen, denn der Milwaukee hat hier definitiv die Nase vorn, weil er einen größeren Teller hat und weil er natürlich umswitchen kann zwischen 3 und 6 mm Hub. Er liegt sehr, sehr gut in der Hand und um es kurz runterzubrechen vom Preis-Leistungs-Verhältnis, fand ich das auch sehr charmant, denn er ist nicht sehr teuer. Des Weiteren kann ich hier natürlich auch sehr bequem oben nochmal die Geschwindigkeit einstellen. Hier ist so ein kleines Rädchen, was ich auch sehr, sehr cool fand, und er liegt sehr gut in der Hand. Man kriegt eine schöne Tasche dazu. Alles in allem sind das jetzt vielleicht banale Dinge. Wenn ich das aber mit den anderen Marken vergleiche, wie zum Beispiel Bosch, Metabo und Co., dann schleifen die alle irgendwie, aber das mit dem Kabel und mit der Hubverstellung war tatsächlich für mich so gravierend, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich den Milwaukee-Schleifer. Also wenn du einen Exzenterschleifer suchst und sagst, hey, das klingt eigentlich ganz gut, dann kann ich dir dazu nur raten. Ich habe das Teil jetzt knapp über ein Jahr im Einsatz. Der hat mich noch nie in den Stich gelassen, der macht immer seinen Job. Ich bin recht froh, dass ich den gekauft habe. Also von daher kann ich dir dazu nur raten. Ich werde hier auch nicht von Milwaukee oder so bezahlt oder gesponsert. Das ist nur meine persönliche Meinung. Jetzt ist es ja so, wenn ich einen Exzenterschleifer habe und denke so, okay, das Ding ist ja schön und gut. Ich habe aber auch noch keinen Tellerschleifer in meiner Werkstatt. So ging es zumindest mir. Gibt es da nicht irgendetwas, wo ich das Ding einfach reinlegen kann und in einen Tellerschleifer verwandeln kann? Das habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich etwas aus einem 3D-Drucker entwickelt. Und jetzt kann ich tatsächlich dieses Ding hier einfach oben reinlegen. So. Und zack, habe ich meinen Tellerschleifer. Natürlich kann ich es jetzt hier oben festschrauben, aber hier wackelt nichts, hier ist alles stabil. Und schauen wir uns mal an, ob das Ding auch wirklich im 90-Grad-Winkel liegt. Dazu hole ich mir mal eben ganz kurz einen Winkel. Das ist der Winkel meines Vertrauens. Und wenn ich jetzt hier mal gucke und das Ganze ranhalte, dann bin ich hier wirklich schön im 90-Grad-Winkel. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier auf der Kamera. Hier richtig schön im 90-Grad-Winkel. Was mir sehr, sehr wichtig war, dass wenn ich schon einen Exzenterschleifer habe und das Ganze jetzt hier zu so einem kleinen Tellerschleifer umfunktionieren kann, dass das Ganze sehr schnell geht mit rein, raus. Deswegen habe ich hier nur diese zwei Schrauben, um das Ganze festzuschrauben. Ich wollte auch nicht irgendwelche Lüftungen von dem Milwaukee Tellerschleifer blockieren. Denn wenn ich das tue, dann laufe ich Gefahr, dass ich das Gerät kaputt mache. Ich wollte einfach an die Absaugung kommen. Ich habe hier eine schöne Arretierung, um die Spannung permanent anzulassen. Was auch hilfreich ist bei diesem Tellerschleifer, dass ich hier wirklich noch rankomme mit dem Knopf drücken.
Und das nächste ist natürlich, das ganze Ding vibriert natürlich wie blöd. Das heißt, dieses Ding würde jetzt anfangen, mir wegzutanzen. Deswegen habe ich hier unten eine kleine, ich sag jetzt mal, Auflage, mit der ich das am Tisch festspannen kann. Aber ob das Ganze funktioniert und wie gut das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Ich habe das Teil nämlich als Prototyp in ASA ausgedruckt und fest verbaut bei mir. Und ich bin, wie gesagt, recht glücklich, dass ich das getan habe. Jetzt habe ich nämlich für wenig Geld einen zusätzlichen kleinen Tellerschleifer, wenn ich brauche. Ich habe mir nämlich hier so einen kleinen Tisch gebaut, den ich auch schwenken kann. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern hier habe ich meinen Tellerschleifer oder Exzenterschleifer fest verbaut, den ich auch schnell wieder rausnehmen kann. So, wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Ich spanne mir das Ganze ein, kontrolliere nochmal, hey, ist der wirklich hier im rechten Winkel? Das ist er. Dann mache ich das Gerät an. Ich habe jetzt hier einen kleinen Massivholz-Eicheklotz. Den werde ich gleich einmal schleifen. Ich werde jetzt bewusst dort eine kleine Phase ransetzen und dann nochmal mit dem Winkel messen, ist das wirklich alles gerade geschliffen. So, jetzt haben wir hier den Klotz und meine Phase, die geschliffen ist, und man sieht hier wirklich, wirklich schön, dass das gerade ist und dass das Ganze funktioniert. Ich bin recht froh, dass ich mir dieses Ding hier gebaut habe, denn es wird mir in Zukunft helfen, einfach mal kleine Teile kurz zu schleifen. Ich hatte immer das Problem, dass ich keinen Tellerschleifer habe. Ich habe hier einen Spindelschleifer, aber keinen Tellerschleifer. Um mal eben kurz irgendwie was abzuschleifen, finde ich das wirklich super. Und das war's auch schon für dieses Video. Wenn dir das gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und einen Daumen hoch da lassen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, gerne in die Kommentare schreiben. Konstruktive Kritik ist natürlich auch immer gewünscht. Ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Teil hält. Es soll eine kleine, kostengünstige Alternative darstellen. Ich, wie gesagt, bin sehr froh, dass ich mir das gebaut habe und bin gespannt, was ihr davon hält.